Hallo, hallo. Schaut mal, ist was Neues, ne? 3D-Textilpaints, ne? 3D-Textilstifte, Farbe, ne? Sechs Stück, je 30 ml von Creative Artist. Und die Farben sind dabei. Drei Metallic-Stifte heißt es wohl, ne? Und drei eben normal. So. Ja, das ist eben Textilfarben, Kreativkraft Group. Ja. Ist neu, ne? 1,99 kostet so ein Päckchen bei Action. Ja, so eine Variante. Und so eine noch. Das ist so eine Palette. Sind auch dann drei Neonstifte dabei und drei normale. Ja. Und ja, damit, ne, kann man das so nutzen. Es ist so ähnlich wie eben wie in der Colorstifte. Klar, ich dachte erstmal, ja, es gab ja so eine. Früher so Plusterfarben, ne? Ich glaube nicht, dass das das ist. Aber 3D steht, ne? Mal schauen, was das so wird. Mal rausholen, wie sie so aussehen, ne? So, ne? Guck mal. Auch die Fläschchen. Ja, sind gar nicht so klein, ne? Und da ist so eine kleine Anleitung. Ja, viel steht auch gar nicht. Ne, so kann man das dann ähnlich vielleicht wie Wintercolor ausmalen oder aufschreiben und so weiter. So Beispiele. Naja. Schablone oder so, nee, nicht dabei. Diese Textilfarbe ist wasserbasiert und kann direkt zum Bemalen von Textilien wie gewaschene Baumwolle, Leinen und vielen Mischfasern verwendet werden. Sie können einen Pinsel verwenden. Bevor Sie die Farbe auftragen, waschen Sie den Stoff gemäß den Pflegehinweisen. Dadurch wird die Stärke aus dem Stoff entfernt. Legen Sie ein Stück Karton unter den Stoff, um ein Durchbluten der Farbe zu verhindern. Die Trocknungszeit des Gemäldes beträgt 24 Stunden. Sobald die Farbe trocken ist, müssen Sie den Stoff auf der Rückseite des Gemäldes mindestens 5 Minuten mit einem Bügeleisen bei der höchsten zulässigen Temperatur gemäß den Pflegehinweisen fixieren. Falls dies weniger als 2 Punkte auf dem Bügeleisen sind, verlängern Sie die Fixierzeit um mindestens 2 Minuten. Auf diese Weise haften die Farben optimal und Sie können den Stoff gemäß den Pflegehinweisen waschen oder maximal bei 40 Grad waschen. Unser Rat ist, den Stoff an der Luft trocknen zu lassen. Ja, mir ist da nichts. Okay, ja, die Fläschchen, ja, sie sind so wie so ein Stift. Auch die Tülle ist echt schön, ne? Guck mal, finde ich nicht schlecht. Ne? Ja, okay, das sind die Farben. Und dann sind das die, was war das jetzt? Das, das und das sind die Neonfarben. Das sind die normale. Okay. Und bei den da. Warte mal. Ja, aufmachen wir. So, schauen wir mal da rein, wie es hier aussieht. Ja, okay. Auch weiß, ne, auch schwarz. Auch schön.
Das sind dann eben Metallic dieses, Silber, Gold und Blau. Ja, Metallic. Wie weit Metallic? Ja, werden wir sehen. Aha. Naja, so richtig würde ich nicht behaupten, aber ja, wollen wir gucken. 1,90, ja, der Preis. Hier steht er so, wie man den dann hält und eben ausmalt. Okay, ich möchte sie mal testen. Ja, ich habe da so eine Schablone rausgeholt. Ist hier so eine alte aus diesem, so einem Action-Set, ne? Habe ich die dann mit den Buchstaben jetzt rausgeholt. Ja, welche Farben? Ich glaube, ich mache mal die hellen Farben. Kann ja auch mischen eigentlich, ne? So, also, das da. Und zwar, ich habe mir jetzt was vorbereitet. Hab so eine Stoff Tasche, Beutel, ne? Ist ja schon gewaschen, deswegen, ne? Dachte ich, ja. Und da habe ich jetzt mit der Schablone diese, also ich muss mal ein bisschen fixieren, dass das ein bisschen schön gespannt ist, dass es auch so bleibt. Ja, habe ich jetzt einfach die Schablone aufgelegt und mit einem Bleistift nachgezogen alle Linien. Bleib geduldig. Ne? Ja. So, und das möchte ich mal mit den Stiften jetzt ausmalen. So, ich habe also ein Stück Karton ganz dort hingelegt. So, womit fange ich an? Also, mit Grün. Das ist ja so ein Neongrün. Ja, da werde ich mal schauen. Ah ja, ich muss das mal hier probieren, dass ich da erstmal. Wie ich die Linien ziehen werde. Ich glaube. Guck mal, die legt sich echt dick. So richtig. Wir haben. Auch, ne? Und da bin ich jetzt so. Erstmal. Gespannt, wie ich das hinkriege. Aber ich glaube schon, dass das die. Ich werde einfach die Linien ziehen. Und wenn sie auch zusammenschmilzen, sozusagen verschmilzen, ist auch nicht schlimm. Ist es auch okay. Ja, stimmt. Ich werde wahrscheinlich es ausfüllen einfach. So, mit der Farbe. Und dann in die Mitte auch noch so ein bisschen ausfüllen. Hey. Naja, mal schauen wir, wie es wird. Ja, wäre schon besser, wenn die Spitze dünner wäre, ne? Aber es ist so. Ich finde. Ist okay. Ist die Übung von Winter Color. Ja, ist das wohl.
Vor Jahren war es ja so stark in. Und dann fülle ich das dann die Mitte einfach dann aus, oder? Ja. Das. So. Ja, muss man die Spitze so ein bisschen putzen. Ja, das G sieht schon nach G aus, ne? Oder? Glaube, ich hoffe, die wird nicht so auseinander sich da ziehen. Zu sehen, ne? Ist ja dann nicht so schön, aber naja, ist eben Handarbeit, ne? Ja, Punkte setzen, klar, wäre es dann einfacher, aber ich dachte, ich kann hier auch Linien ziehen. Wieso? Alles gepunktet sein, kann Linien setzen. Dann hier die Mitte ausfüllen. Naja, gerade Linien ist für was anderes. Naja, ein Kunstwerk, ne? Steht ja Gemälde da, ja. Ach ja. Ja, hier nicht so. Nicht anpassen. Jetzt habe ich alles mit Grün gemacht. So, soll ich weiter so machen oder zwei die und dann noch zwei die machen mit Grün und dann was anderes könnte. Ne? Dann wollen wir, ich lasse es lieber. Aber doch, ne? Guck mal. Sagen, wenn es so auch trocknet, wäre schon interessant, so wie Plusterfarbe. Aber von der Rückseite dann bügeln, das ist schon echt so eine Sache. Bin ich ja auch gespannt, was das wird, ne? So, was kommt jetzt? Es kommt Rot. Es kommt Rot. Holen wir wieder einen Stab. Geben. Ja, ist echt schön die Farbe. Ne? Schön, aber die hält die Form so weit, sehe ich das. Wollen wir hoffen, ne? Dann. Ja, mal schauen, was es wird. Aber ist schon interessant, ne? Weil bei Winterkarre, da musst du erstmal Konturen setzen, ne? Das ist ja dann so. Und hier wenn man sofort dann mit der Farbe beides macht. Ja, und die ist echt dickflüssig, so wie ich das so merke. Oder die wird noch einsacken. So, die Punkte schön durch.
So, abwischen. Da kommt man so ungefähr, dass die Linien so zusammen. Ich muss was sehen, was da los ist bei der U. Bei dem U. Ja, ne? Ist ja was. Ja, so würde ich sagen, ja doch. Soweit. Wenn es auch weiter so läuft, das ist okay. So ein bisschen die Spitze putzen. Ja, so viel ist es auch nicht, ne? Aber 30 Milliliter oder Milligramm, was ist das denn? Ja, ist schon okay, ne? Kann man was hinbekommen. Ja, das könnte man auch mit einem Pinsel machen und im Sinne wie schablonieren, ne? Auch ein Weg. So, naja, gar nicht schlecht. Was machen wir weiter? Ja, ich mir ja, wegen obwohl ich könnte hier anfangen. Das werde ich wahrscheinlich. Ich hätte das wahrscheinlich erstmal machen, obwohl ich kann sie auch drehen, ne? So. So, soll ich jetzt bei den zwei Farben bleiben, oder? Ich glaube, ich könnte auch gelb noch nehmen, ne? Nehmen wir mal gelb. Ja, doch. Ist okay. Auch, ne? Nicht schlecht. So. So. Wenn man zwischen was und leer lässt und danach, dann kann man ja was verschmieren, dann muss man lieber eins nach dem anderen machen. Ne? Das ist das L. Ja, doch. Und das D. Ja, ich würde sagen, sehr meditativ. zum Einschlafen, ne? So ein Video für euch, echt. So. Ja, durchhalten. Oh, meine Hand, ne? Ist schon
geht schon in die Finger. Mache ich jetzt mal diese Seite machen. Obwohl, siehst du, ein Bläschen ist schon. Na, guck, es lässt sich. Lässt sich machen. So. Ja. Na, wie willst du denn jetzt werden? So. Ist es gut, dass ich da nicht was schon gemacht habe, sonst hätte ich da schon Probleme und so. Eins nach dem anderen. Oh, mir gefällt's. Was sagt ihr, ne? Echt interessant. So, das ist ein Bastel. Oh, meine Hand ist schon echt müde. So, was kommt denn jetzt? Blau, ne? Genau. Blau. Auch schön. So. Ja. Na, guck, die Linie zieht sich schön, liegt auch gut. So, ich glaube, das bleibt. Wird später gemacht. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu breit gegangen oder geht? Doch, glaube. Geht. Bisschen abwischen die Spitze und geduldig. Noch. Ja, die Farben sind schön. Intensiv, ne? Kräftig. Oh, Mist. Da ist ein bisschen. Na. Dann noch. Geduldig. Geduldig, bitte. Ja. Schön geduldig. Ohne Fleiß kein Preis, ne? Kennen wir alle. Und das noch. Doch, mir gefällt's. So kann man sogar ein Geschenk, ne? Bemalen, so was schenken, das ist doch auch ja, so ist es. Ja, juhu. So. Guckt mal, ne? Ja, so sieht man diese Linien alles, aber ist doch nicht schlimm, finde ich. Voll klasse. Geduldig, kann man auch schön lesen, ne? Ja, und das bleibt, mache ich dann auch noch.
So, aber jetzt werde ich über den Kopf malen. Steht auf dem Kopf, aber ist so. Wird schon gehen, ne? Weil. Ist so. Muss man sehen, wo man hinschreibt. Ja, doch. Finde, wird schon was Schönes rauskommen, ne? Ja. Keine leere Stellen. So, das B. Naja, steht auf dem Kopf, aber kann man erkennen, ne? Das B. Ich dachte, ich ordne die Farben wieder so an. Oder? Finde ich okay so. So, das B. Hab mir endlich jetzt was genommen zum Wischen, ne? Alles immer besser, wenn die Spitze sauber gemacht wird. Weiß nicht, soll ich jetzt. Nee, ich glaube, ich lasse die Reihenfolge, wie sie ist, ne? So. Und da könnte ich noch Orange reinsetzen. Jeden Buchstaben einzeln in. Aber ja, mal schauen. Ja, es muss ja lange trocknen, ne? Da werde ich wohl demnächst dann erst berichten können und zeigen, wie weit und was sich davon denke, wie ich damit zufrieden bin, ne? Ja. Okay. So. Dann ist Rot. Aha, so. Richtig spannend, ne? Ja. Tut mir leid, aber es ist eine Geduldsprobe, ne? Schon. Gibt ja Schablone mit so einem ganzen Spruch, ne? Auch schön. Und auch andere, ne? Man kann sich da
die Umrisse und dann hat man schon. Dann nachziehen, warum auch nicht. Ich dachte auch erstmal, ja, Punkte, Punkte, aber ne, muss ja nicht, ne? Man kann ja auch kreativ das alles gestalten. Ne? Was soll ich jetzt machen? Grün und dann Orange auch, ne? Oder? Ja. Das Grün ist echt schön, gefällt mir auch. Die Vögel zwitschern, ne? Denen geht's gut. Ist ein bisschen kühler geworden, aber trotzdem ist schön draußen. Ja, das L. Ach nee, ich mach doch gelb. Ist ja zu wenig da gewesen. Das kann dann das B mit gelb sein, ne? Finde ich, ist okay. Wo bin ich jetzt? Da. Dann steht sie sich im Weg mit den Händen, Fingern. Weil die Kamera auch noch auf dem Platz da ist, muss man ja berücksichtigen. Mir geht nicht das. Aber doch. Oh, die Finger tun. Ja, da muss man schon. Die ist ja dickflüssig, ne? Die, die Farbe. Ja, doch erinnert mich an Winterkala, wenn ich jetzt dran denke. Ja, das war auch so. Da musste man schon manches drücken. Meistens die Konturenfarben, ne? Die war immer so dickflüssig, weil sie ihre Form musste ja halten. Ne? Ich glaube, da habe ich ein bisschen jetzt gematscht, oder? Naja, wird schon. Und dann hat man schon echte. Mühe gegeben, dass das was auch wird. Aber ja, doch. Textilien ist doch schön. Home Deco. Auch kann man ja machen, ne? Wäre auch was. So. Ja, doch. So muss ich mal umdrehen, dass ich mal sehen kann, was ich da geschrieben habe. War doch, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Ja. Das ist okay. Ich werde mal sie hier so aufrecht sehen. Aber schön. Ja, dann muss es jetzt trocknen. 24 Stunden. Ja, dann werde ich noch berichten, ne? Okay. Ja, ihr Lieben, danke für eure Geduld. Fürs Zuschauen. Ja, habe eben diese Textilfarbe heute getestet. So was, ne? Die da. Ja. Habe da Karton drunter gelegt. Ne? So, man soll ja auf einem gewaschenen, eben das ist so eine Stofftasche. Und Hauptsache, die war gewaschen schon vorher, deswegen. Ne? Ach komm. Ist da, komm,
Ja, jetzt. Ja, finde ich. Auch die Farben sind echt schön. Ja, okay. So, ihr Lieben, dann war es das. Und ja, zweiter Teil zeige ich dann noch, wenn es schön durchgetrocknet ist und wie ich dann weiter damit noch weiter werde umgehen. Ich meine, fixieren noch das und bügeln von der Rückseite soll man ja mal schauen, ob ich es mache oder nicht. Okay, so, dann war's das. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.